Ja, halt zurück zu Assassin's Creed. Wir wollen jetzt mal zum Vorposten von Secret und mal gucken, was der uns dann so zu erzählen hat. Weil muss er jetzt irgendwie weitergehen, weil der ist ja stinksauer gewesen, dass wir überhaupt mit Charles geredet haben. Mal gucken. Schauen wir mal, was wir hier vorbereiten müssen. Langschiffe am Ufer. So schön wie Schwäne. Eher wie Wölfe, die zum Angriff ansetzen. Ja, dies ist kein Raubzug. Wenn wir hinter diesen Mauern sind, was passiert dann, Eivor? Du hast schon oft gekämpft, geblutet, getötet. Ja, aber da sind Kinder in der Stadt. Sie können nicht fliehen. Wenn der Wind richtig steht, kann ich sie rufen und spielen hören. Es muss kein Gemetzel geben. Vielleicht bringen wir die Franken doch noch zur Aufgabe. Obwohl ich mich frage, wie. Das musst du Siegfried sagen. Mir was sagen? Wir sind hier. Sie sehen unsere Stärke. Lassen wir sie ihr Silber aufgeben, die Verträge unterzeichnen und wir segeln heim. Das ist ein guter Weg zu Ruhm und Reichtum. Graf Odo führt die Franken in Paris an, ja? Ja, er verteidigt die Stadt und schart andere Edelleute um sich. Ich könnte mit ihm reden. Genau, ah, reden. Geredet. Genau, wollte gerade sagen. Er hat keinen Bock mehr auf Reden. Der Erhabene sagt, es ist besser zu leben, als zu sterben. Denn Tote bestellen keine Felder. Du hältst mir die Worte des Allvaters vor? Ich brenne Paris nieder, mit dir oder ohne dich. Du hast schon genug Tarne verloren. Willst du eine Einöde regieren? Na gut, schwatze Graf Odo sein Silber ab, wenn du das vermagst. Das werde ich. Toka, wo ist dieser Odo? Du könntest in Pont de Serrat seine Spur aufnehmen. Aber aha, halte dich bedeckt. Das ist Feindesland. Ah, da waren wir schon mal. Und Eivor, dieser Odo ist kein Grashalm. Er biegt sich nicht im Wind. Dem ist wohl die Sonne ein bisschen zu sehr aufs Gemüt geschienen. So, lass mal gucken, wo das ist. Da können wir uns, glaube ich, hinbeamen lassen, oder? Oh, nice. Neuer Anleger. Mhm. Haben wir die Quest schon ausgewählt jetzt? Oder ist das einfach nur, geht nur weiter? Mhm. So, der Druben. Wir fliegen da einfach mal hin. Ja, ist das hier oder was direkt? Okay, ist ja nice. Das muss die Feste sein, die Toka erwähnte. Oh. Ich brauche Hinweise zu Odos Verbleib. Fasst euch ein Herz! Graf Odo wird uns zum Sieg führen! Die Nordmannen haben noch nicht gewonnen! Schlüssel, okay.
zu riskant. In den Grafen. Er hat unsere Bäuche immer gefüllt. Wenn jemand Paris schützen kann, dann er. Siegfried und seine Leute werden den Palast hinieren, noch ehe der Monat vorüber ist. Hast du so wenig Vertrauen in Gott und Odo? Ich hasse es, mit dir machen zu schreiben. Echte Kumpels. So, den kriegen wir vielleicht auch noch weg. So, wie kommen wir da rein? Schlüssel. Oh, das brauchen wir für den Riesentypen, ne? Ja. Okay. So jemand. Nein, vom Seil gefallen. Okay, die anderen werde ich wohl richtig hinkriegen, oder? Wenn es mal wieder schnell sein muss. Nuff. Oh Mann, was ist mit Parieren? So, bist du kaputt? Nee. So, er hat den Schlüssel, ne? Dachte ich. Achso, Vögelchen hat den schon geholt, okay. So, let's go.
alles gebrauchen. So, da ist eigentlich das, was wir lesen wollen. Dachte ich. Odo sollte auf seinem Landsitz sein. Dem mit den roten Blumen. Guck mal, noch eine kleine Sense gekriegt, das ist cool. Okay, so. Der mit den roten Blumen, na gut. Gucken wir mal. Blutige Sense, na, was sonst? Wissen wir denn, wo sein Landsitz ist? Da drüben. Okay. Da können wir uns auch hinbeamen, oder? Nicht schlecht. Ist das nicht das Ding, wo es so einen geheimen Geheimeingang gibt? Okay, warte mal. Haben wir irgendwann mal so eine Notiz bekommen von irgendeinem Typen. Ach ja, bei irgendeinem Überfall. Und da ist der geheime Geheimeingang. Also von daher würde ich mal sagen, gucken wir mal, dass wir den nehmen, ne? Okay. Ja, wenn jemand stirbt, ist es traurig. Ich sollte hier eine Verkleidung tragen. Quatsch. Wo ist der geheime Geheimeingang? Das ist es. Hier drin. Das ist fresh. Haut ab, ihr hässlichen Ratten. So, das haben wir alles. Klar. So, es gibt natürlich jetzt genug. Ah, da hinten kommen wir durch. Okay. So, jetzt sind wir da drin. Schlüssel kriegen wir wahrscheinlich irgendwo außerhalb, oder? Warte mal. Ja, das sieht so aus. Das hätten wir vorher machen müssen. Ich muss Graf Odo finden. Katzi! Was du denn da? Hm?
Okay, wir könnten hier raus, aber das scheint mir ein bisschen gefährlich, oder? An unserer Spitze treiben wir diese heidnischen Teufel zurück in die bodenlose See. Sehr wohl, mein Herr. Aber diese Nordleute sind Sterbliche, keine Dämonen. Sie sind auf Land und Beute aus. Ja, diese Nordmannen sind wild und der König lässt auf sich warten. Doch ihr alle habt einen Eid vor Gott geschworen, dieses Reich zu beschützen. Wir werden dieses Unheil besiegen. Das haben wir immer. Ich kann euch nicht zur Pflichterfüllung zwingen. Ihr müsst euren Herzen folgen. Gut, Selin, bitte geleite unsere Gäste hinaus. Komm raus und sag, was du zu sagen hast, Eivor von Englerland. Du hast mich kommen sehen. Gut. Aber woher weißt du, wer ich bin? Meine Späher sprachen von einer mächtigen Kriegerin mit einem Raben. Hältst du uns für Narren? Solche Höflichkeit hätte ich nicht erwartet. Das ist Glühwein. Gut gewürzt, vorsichtig erhitzt und mit Obststücken aufgetischt. Mein einziges Laster. Weintrauben wachsen bei uns im Norden nicht. Wir trinken Met. Met? Eivor, du hast viel gewagt, um mich zu sehen. Das respektiere ich. Nur warum? Gibt es nicht genug Land in Englerland? Ich gedenke nicht, meine Leute im Frankenreich anzusiedeln. Und wie viel Geld wird eure Gier stillen? 100 Silberstücke? 1000? Und wenn ihr geht, wer kommt als nächstes? Ragnar und seine Söhne waren vor langer Zeit hier. Wir gaben ihnen Silber und trotzdem brannten sie Paris nieder. Ich will kein Silber. Ich will ein Englerland ohne fränkische Einmischung. Wir sind kein Teil eures Königreiches. Und ich wünsche mir ein Königreich ohne nordische Einmischung, wie du es nennst. Nur der Form halber, wie lauten deine Bedingungen? Wie gesagt, Charles lässt Englerland in Ruhe. Zweitens, er erkennt Siegfried als Verbündeten an. Und außerdem lässt er Siegfrieds Tane ihr Land im Norden behalten. Odomo und Amiens waren meines Vaters Lande. Mein Erbrecht nehmt ihr nicht. Euer Herr wird Paris niemals einnehmen. Und ihr werdet nie Frieden finden. Weder hier noch in Englerland. Okay. Verstanden. Meine Männer werden dich nach draußen begleiten. Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Schlachtfeld. Leb wohl. Ach, der ist ja mein Kopf größer. Ich sollte zum Lager zurückkehren und den anderen von Odos Antwort berichten. Tja, bleibt dir wohl nichts anderes übrig. Läuft richtig. Richtig nice. Untertauchen will ich nicht. Wie wir es immer machen, einfach von der Mauer springen. So, mal eben kurz gucken. Okay, hier am Ankerplatz ist okay. Der Siegfried wird richtig sauer sein. Er wird sagen, ja, habe ich nicht gleich gesagt. Mimimi, wir wissen es doch. Alle voll schlecht drauf. Warum kann man keine Hunde mehr streicheln? Jawohl. So, und wieso habe ich hier keinen Schlüssel für? Unglaublich. Doggy? Hm. Na gut, keine Zeit für Truhe. Wo ist er? Da hinten. Ja, habe ich ja gleich gesagt. Da müssen die alle chillen. Okay, mal gucken. Ach, du kommst rechtzeitig zum Umtrunk. Was willst du? Wein. Viel Wein. Es war eine lange Reise.
Heldin von Hrefnatorp wird sie von den Skalden genannt. Geschickt mit Waffen und Worten, sagt man. Doch sehe ich keinen Schatz. Wo ist Odos Silber? Hast du es für dich behalten? Es lief, wie du sagtest. Der Mann beugt sich nicht. Er gibt kein bisschen nach. Franken reden gerne, doch ihre Worte sind so leer wie der Wind. Gerede ist oft leer, doch harte Worte führen zu harten Entscheidungen. Sieh dich vor. Gut, zwei Sachen brauchen wir für diese Belagerung. Zuerst müssen wir ein Gelände für unsere Katapulte erobern. Dabei kann ich helfen. Irgendwo bei Paris, nehme ich an. Aber wird der Ort bewacht? Die Franken haben nicht genug Leute, um die ganze Stadt zu sichern. Nur die befestigte Insel, die Isle de la Cité, gibt dennoch gut Acht. Gut. Und die zweite Sache? Finde den Schwachpunkt ihrer Verteidigung, wo unsere Krieger ihre Mauern durchbrechen können. Oder einen Weg, die Insel mit unseren Schiffen zu umzingeln. Irgendeine Schwäche, die wir ausnutzen können. Einverstanden. Aber wie? Ich wüsste vielleicht einen Weg, aber er ist gewagt. Sprich, Toka. In dem Armenviertel südlich der Mauern gibt es eine Schmugglerin. Ihre bretonische Liebe. Sie ist keine Liebschaft. Witzig. Wir haben nur das Lager geteilt. Aber wenn jemand die Schwachstellen der Stadt kennt, dann sie. Ich würde selbst gehen, aber wir... Nolwyn, sie... Es gab Streit. Sie stahl erst Tokas Halskette und dann ihr Herz. Nun vermisst Toka vor allem ihre Halskette. Ich spreche mit dieser Schmugglerin und finde eine Schwachstelle in der Verteidigung der Franken. Ihr habt mein Wort. Gut, das wäre dann wohl alles. Nein, Onkel. Eine Sache noch. Odo ist nicht gesprächsbereit, aber Charles vielleicht schon. Wir sollten erneut mit ihm reden. Du willst noch mehr reden? Wir sollten mit dem fetten König sprechen, eine Waffenruhe aushandeln. Was? Er wollte mich umbringen. Warum nochmals mit ihm reden? Diese Steinmauern werden nicht nachgeben. Nicht ohne einen blutigen Kampf. Vielleicht gibt er uns Silber, ohne dass unser halber Clan an den Mauern stirbt. Vielleicht hat Toka recht. Charles könnte trotz allem nachgeben. Geh, Nichte. Red mit jedem König und jedem Bischof im Land wie Eivor Silberzunge. Er spielt keine Rolle. Doch bald findet das Gerede ein Ende. Bald treffen Speere aufeinander und die Stadt wird brennen. Seid an jenem Tag bereit für den Kampf. Ja, mein Wort steht felsenfest und wird nicht gebrochen. Ich kämpfe an deiner Seite, Siegfried. Zweifle nicht daran. Genug. Freunde, Onkel, wir sind im Herzen eins. Genau. Ich werde den König im Schlauen Fuchs aufsuchen. Einer Schenke am Nordufer. Piers sagt, er zecht dort gerne. Okay. Toka ist ein guter Tarn. Eines Tages könnte sie ein Heer anführen, so wie du, Siegfried. Das hoffe ich. Aber vorerst bleibt sie bei mir. Treffen wir uns am Glockenturm, Eivor, wenn du bereit bist, gegen Franken zu kämpfen, statt mit ihnen zu plaudern. Was gibt es zu lachen, Tarn? Ich kann sagen. Manche sagen, du stinkst nach Rabenscheiße. Aber für mich stinkst du nach fränkischer Weinpässe. Ah. Aufs Maul. Na gut, bisher hat Quatsch nicht so viel gebracht. Hat sie wohl recht. Jetzt gucken wir mal. Ich muss die Belagerung vorbereiten. Aber was soll ich zuerst tun? Da sind zwei Sachen, da kann man sich schon entscheiden, würde ich sagen. Aber wir entscheiden uns natürlich erst beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann. Ciao.